Als Leipzig-Fan kannst du wieder auf dicke Hose machen. Wolfsburg, Haken dran. Stefan Hausmann ist so glücklich darüber, dass er sein DFB-Pokal-goldenes Krause-Duo aus der Garage holte und ins Kino düste. Da läuft heute der Film zum Pokalsieg. Manche fragen mich, da habe ich gesagt, ich habe es umlackiert nach dem Pokalsieg, weil das passt ja dann ein goldenes Krause-Duo. Und ja, mit dem Pokal vorne drin, den ich gedrechselt habe. Mit dem Krause-Duo verhält es sich ungefähr wie mit RB Leipzig gestern, springt sofort an. Nun, Kuku hatte ja gleich getroffen, aber dann brauchst du Geduld. Auch Domenico Tedesco gestern, Chancenwucher, 90 Minuten musste er zittern. Nun, Kuku hatte ihn mit einem Doppelpack schließlich erlöst. Das war heute schon extrem auffällig, wie gegen Stuttgart. Ich meine, ich habe gedacht, dass man Stuttgart eigentlich von den Torchancen sowohl von der Anzahl als auch jetzt von der Qualität der Torchancen nicht toppen kann, aber da wurde ich heute eines Besseren belehrt. Ich habe 28 Möglichkeiten gezählt und das ist eben dann einfach zu wenig, aber ich denke, der Knoten reißt irgendwann. Das ist geil. So freute sich Stefan Hausmann über das große Los in der Champions League, Real Madrid. Und so feierten die Spieler. Ole, Bruder, Real Madrid, ruft der Spanier Dani Olmo Christopher Nkunku zu. Dann verhaltene Freude, Schachter Donetsk. Und Celtic, wir fahren wieder nach Glasgow. Aber Madrid überstrahlt alles. Geiler Gegner. In Bernabeu zu spielen ist natürlich schön. Carlo Ancelotti wiederzusehen ist auch schön. Aber ich freue mich auch auf den Celtic Park. Andi Hinkel, der Trainerkollege, der redet seit 10 Jahren über den Celtic Park. Und da freue ich mich jetzt natürlich, den auch zu sehen. Und Schalke ist auch eine Top-Mannschaft. Und der Sausewind aus Leipzig, der hängt großen Träumen nach. Die Meisterschale. Nur irgendwer muss helfen, die Bayern an die Kette zu legen. Den Bayern muss jemand Punkte wegnehmen, wir können den nur 6 wegnehmen. Gestern haben sie ja schon mal wieder 2 verloren, das ist schon mal gut. Und da denke ich schon, da bin ich ganz optimistisch, dass das wird. Ja. Wenn unsere Mannschaft ins Rollen kommt, sagt er, dann düsen wir im Zweitakt zur Meisterschaft.